Thematik heute, liebe Leute. Ja, es geht um das Thema Kontakt mit der Ex nach der Trennung. Wie schaut das hier aus? Wie komme ich da wieder daran, wenn bereits die Ex-Freundin jetzt vor einigen Wochen ausgezogen ist? Macht es in diesem Fall jetzt nochmal, da gehen wir speziell auf eine Zuschauerfrage da ein drauf, ob das vielleicht überhaupt noch Sinn macht, da nochmal die Ex zu kontaktieren, und wenn ja, wie, und wenn nein, was machen wir dann? Willkommen bei F&M TV. Ja, mit ihm unterwegs. Ich bin gerade so in der Halle draußen von einem Freund. Wir müssen noch ein bisschen was am Auto machen, sozusagen. Und jetzt habe ich mir, jetzt muss er noch schnell was erledigen. Jetzt haben wir mal schnell gesagt, ich mache ihn mal kurz unterwegs, beantworte hier eine Frage, die jetzt doch kürzlich reingekommen ist, eben zu diesem Video aus der alten Ex-Zurück-Reihe, Ex-Zurück Nummer 14, weil ich blende das immer gerne hier irgendwo ein. Fehler in Sachen Kontakt, nicht Fehler, sondern erster Kontakt, SMS, Anruf mit Ex nach der Trennung, ja. Und da hat uns, da ich blende mal ein, David hier geschrieben, und David schreibt: Salve Metin, von mir auch einmal gleich ein Riesenlob und ein großes Danke für deine Videos. Vom Inhalt her mit nichts zu vergleichen, was man sonst so finden kann, vielen lieben Dank. Und auch die vielen verstreuten Hinweise ergeben aneinandergereiht Sinn. Da hat einmal einer verstanden, wie es funktioniert. Cool, finde ich gut. Du bist draufgekommen. Nun stehe ich vor einem großen Problem und bräuchte wirklich etwas Starthilfe. Starthilfe, du bist gut. Meine Ex und ich, beide 26, haben uns vor 3 Monaten getrennt. Wir waren 7 Jahre zusammen und ich anfangs auch die üblichen Fehler wie Nachlaufen begangen und es ist auch auf 2 Ratgeber reingefallen, die ich mir von Love Repair und Szenario 2 gekauft habe. Aber ein Gespräch mit einem anderen Coach brachte nicht wirklich eine Verbesserung. Es lief auch immer wieder auf ein Geplänkel hinaus und das am Ende auf KS aus. Ich habe dann auch tatsächlich versucht, KS zu machen und war dabei zwischenzeitlich wieder bei meinen Großeltern. Ist halt dann bei Oma und Opa runtergekommen. Okay, dort beschränkte sich der Kontakt nur auf Orga-Dinge. Freundschaft habe ich bis zum Ende abgelehnt. Das war übrigens sehr gut. Nun ist sie vor 4 Wochen ausgezogen und seitdem herrscht absolute Funkstille. Social Media hat sie mich entfolgt. Okay, das war aber schon vor 6 Wochen. Bei der Trennung meinte sie, dass sie keine Gefühle mehr hätte und dass sie diesen Schritt schon länger gehen wollte. In der großen Hoffnung, dass du das hier liest und es nicht zu lange geworden ist, bitte ich dich um einen kleinen Rat. Wie lange sollte ich noch KS halten? Ich hatte geplant, sie nächste Woche anzuschreiben, weil sie hier noch ein paar Sachen im Keller stehen hat. Gute Idee? Fragezeichen. Mein Plan wäre, sobald sie gekommen ist, um das Zeug abzuholen, den Kontakt locker und freundlich und dann wieder weiter auszubauen, um so dann bald ein Treffen mit ihr auszumachen. Mein Freund, du verkennst den Ernst der Lage, sei da ganz ehrlich. Gehe ich so in die richtige Richtung oder was meinst du? Ich bitte dich wirklich sehr darum, mir dies kurz zu beantworten. Mehr nicht, bitte. Antwort kriegst du, mein lieber David. Antwort kriegst du. Jetzt pass mal auf, eins ist mir jetzt noch ganz unklar. Okay, in Ordnung. Okay, das ist auch klar. Vor 4 Wochen ist sie ausgezogen. Seitdem herrscht absolute Funkstille. Social Media hat sich entfolgt. Es war von heute abgesehen vor 6 Wochen. Also das heißt, wo sie noch in der Wohnung gewohnt hat, 2 Wochen vor ihrem Auszug. Okay, vor 3 Monaten getrennt. Und du bist bei der Großmutter untergekommen. Okay. Meister, ich sag's dir ganz ehrlich. Salve sei schon. Davis. Es tut mir echt furchtbar leid, wenn ich der Arsch bin, der das sagen muss, aber der Dampfer da, der ist schon komplett durch ums Eck. Ich habe momentan ein bisschen Schwierigkeiten, was Analyseverfahren angeht. Und es hat auch einen Grund. Das ist ein Grund, der dazu beigetragen hat, dass ich einiges ganz einfach bei den Leuten so im Verhalten, in der Art und Weise und auch bei dem, was man so typisch als normale Verhaltensweise einordnen kann, ganz einfach geändert hat. Und der Grund, der ist ganz einfach Corona. Normalerweise ist es nämlich so, und deswegen kannst du das jetzt immer sehr, sehr schwer einschätzen, aber das mit den 6 Wochen, das mit den 4 Wochen war für mich jetzt schon mal eine sehr große Hilfe, weil normalerweise zieht das Mädel aus und hat eigentlich schon kurz vor der Trennung, wo sie das wirklich durchzieht, und zwar so, hat die eigentlich schon längst einen Plan B in der Hand. Frauen haben in der Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel, hat die einen Plan B in der Hand. Und normalerweise dauert das hier nicht so lang, bis sie hier auszieht, da 3 Monate.
Und 2 Monate, Entschuldigung. Es kann auf jeden Fall gut sein, dass es deswegen sich hinausgezögert, was eigentlich trotzdem noch ganz schnell ist, was sie noch im Rahmen hält, wenn auch im Grenzbereich schon ist. Weil normalerweise wäre die da schon länger weg. Also die wäre normalerweise rucki-zucki, wenige Wochen nach der Trennung wäre die schon. Wäre ich schon weg und Corona, dieser Lockdown und alles hätte irgendwo dafür gesorgt, dass sich da alles ein bisschen verzögert hat. Aber letzten Endes ist es auf jeden Fall so. Was mich hier tierisch stresst, ist, dass die, wo du bei der Großmutter warst, ja, wieder mal so eine KS, so eine planlose, ganz einfach so eine Totalsperre angegurgelt hast, ja, dass du da hier rein bist, dann nochmal dazwischendurch immer wieder organisatorisches Ding. Ich sag's da ganz ehrlich, irgendwas ist hier passiert. Und zwar genau in dieser Zeit. Weil das ist nämlich total untypisch, dass die noch, dass da im selben Wohnraum hier gelebt wird, oder sozusagen immer noch in dieser Wohnung, wo du immer noch Zugriff drauf hast, wo du immer noch rein kannst und so weiter, und dass die dich da plötzlich auf Social Media entfolgt. Das ist eigenartig. Das passt irgendwie nicht. Sei denn, du hast sie natürlich gestresstet mit. Aber das hättest du ja irgendwo erwähnt. Passt irgendwie nicht. Passt irgendwie nicht. Passt irgendwie nicht. Also, ich sag da ganz ehrlich, vom Zeitraum her, das ist ja, und außerdem, schau mal her, Love Repair, Szenario 2, dann noch irgendein Coach. Wie lange willst du hier noch rumdoktern? Das habe ich vor kurzem in diesem Video hier, habe ich das hier verlauten lassen. Das Investment ist da schon viel zu hoch. Du musst ja hier schon, Holschuld, Bringschuld, blende ich auch mal gerne hier ein, kannst du mal gucken. Du musst ja hier schon einen massiven Attract ausbauen, um diesen Rapport sozusagen, den du da an Investment schon getätigt hast, um das wieder einigermaßen auszugleichen, mein Freund. Damit du überhaupt hast, diesen Totalkontakt, schau mal, du hast es noch nicht mal bis ins Level Neugierde geschafft. Der hat dich eher rausgeworfen hier aus Social Media, anstelle, dass sie dich einmal fragt, hey, wie geht's dir so, was machst du oder sonst irgendwas, weißt, dass dann zumindest ein bisschen Neugierde da gewesen wäre, von Interesse will ich jetzt gar nicht sprechen. Also, ich bin mal auf jeden Fall schon mal sicher, dass in dieser Zeit da, in dieser Zeitphase, wo sie dich aus Social Media gekickt hat, da, wenige Wochen hier vor dem Auszug, sei da ganz ehrlich, in dem Moment, wo sie dich aus Social Media entfernt hat, dass sie da entweder neuen Typen kennengelernt hat oder dass einer ihrer Orbiter hier, einer ihrer besten Freunde oder so Typen, wobei man die eh den Eindruck macht, dass die überwiegend männliche Freunde hat, so wie du das hier beschreibst und schilderst, 26 Jahre alt. Also studieren geht die nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn dann nur nebenbei, studieren geht die nicht. Aha. 26 Jahre alt, haut vom finanziellen Rahmen doch ja nicht ganz so hin. So wie die da flippt, kann ich mir nicht vorstellen. Dann zieht ihr zur Großmutter. Warum nicht bei den Eltern? Nee, studieren geht die nicht. Und die hat überwiegend männliche Freunde, das Mädel. Und einer von denen ist aus diesem näheren Orbit rein. Also mit dem Trist. Ich sage jetzt nicht, dass sie so einen neuen in Anführungsstrichen, dass sie mit dem in der Beziehung ist, aber die hängt mit einem Typen rum, ganz sicher. Also mit einem speziellen. Und oder eben, dass sie da wirklich einen neuen kennengelernt hat, mit dem sie sich jetzt trifft und austauscht und so weiter und so fort. Also einer dieser Ritter, die sich da angeschlossen haben, ist jetzt in ihrem näheren Circle drin. Das ist auf jeden Fall passiert. Also ich sag's da ganz ehrlich, in der Situation, bei dem, was hier schon falsch gemacht worden ist, auch hier bei diesen ganzen Fehlberatungen, das sag ich da ganz ehrlich, da musst du das ganze Haus einreißen, um diese Frau wieder ranzukommen. Ich würde gerne sagen, du, pass auf, wir können uns gerne auch mal unterhalten, ich Skype-Coach, also sag ich da ganz ehrlich, ich blende das auch hier großartig nicht ein, ich gebe dir echt den guten Rat, spar dir die Kohle und investiere da nicht noch weiter rein. Also, so leid mir das echt tut, es ist meine Hand, nicht böse sein mit mir, bitte, du bist hergekommen zu mir, hast mich sehr freundlich gefragt, ich versuche da auch echt so gut es geht zu helfen. Ich kann da nur sagen, hör da weiter auf rein zu investieren und lass das hier stehen und stecken, weil die Hausnummer da, der Dampfer da, der, mein Freund, es tut mir echt leid, aber der ist abgefahren. Das ist sicher wie das Amen der Kirche. Ja, ich hoffe, ich konnte auf jeden Fall hier ein bisschen Hilfestellung auf jeden Fall geben, dich vor weiterem Investment hier mal. Wir hängen dir hier auch noch jetzt zum Ende da auch noch was dran, wo du da noch Hilfestellung von uns da bekommst. So wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute, viel Erfolg, viel Glück auch noch für die Zukunft mit euch allen. Auch noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann und wo ihr auch gerade seid. Und in diesem Sinne.